Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Wahlzeit 2020. Wir sind Gast beim Unternehmerverband in Mülheim. Und unsere Gäste heute sind insbesondere die beiden Stichwahlkandidaten Frau Dr. Monika Griefahn von der SPD und Herr Marc Buchholz von der CDU. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Des Weiteren darf ich herzlich begrüßen Christian Kleffe. Er ist Leiter Marketing und Kommunikation beim Unternehmerverband in Duisburg. Er wird Ihnen jetzt erklären, wie Sie denn teilnehmen können heute hier. Lieber Herr Kleff, ich gebe Ihnen kurz das Wort. Gerne, danke, Herr Esser. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben heute die Möglichkeit, Sie haben heute die Möglichkeit, Fragen live zu stellen an unsere beiden Kandidaten. Und zwar nutzen wir dafür ein Tool im Internet, das nennt sich Slido. Die URL wird jetzt gleich sicherlich eingeblendet, slido.com eingeben in Ihren Browser. Und dann gibt es ein Hashtag, das ist links unten auf der Bedienleiste, das nennt sich Eventcode. Da geben Sie bitte Wahlzeit 2020 an. Dann haben Sie die Möglichkeit, anschließend Ihre Fragen zu platzieren. Wir werden die hier auswählen und gucken mal, wie viele wir reinbekommen, wie viele Fragen, und schauen, dass wir so viele wie möglich auch beantwortet bekommen. Herr Esser. Herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Ralf Esser. Ich bin seit 25 Jahren Unternehmer in Mülheim und habe vieles von Mülheim kennen und leben lernen müssen, auch bei der Verwaltung. Und insofern, denke ich mal, habe ich auch ein bisschen eigene Erfahrung. Wir haben heute zwei Themenblöcke. Der erste Themenblock heißt Mülheim, Stadt ohne Perspektiven, Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Der zweite heißt Quo Vadis, Wirtschaftsstandort Mülheim, wo geht's hin, also wo jese. Zum Schluss machen wir dann noch eine Schlussrunde und ich denke, dann sind wir gut bedient. Und natürlich werde ich auch noch eine Verabschiedung machen. Als Warming-up haben wir uns gedacht, dass ich Sie mal frage, warum soll eigentlich ein Mülheimer Unternehmer Sie wählen? Frau Griefahn, vielleicht fangen Sie an. Für mich ist Wirtschaft eine ganz wesentliche Grundlage für eine Stadt. Denn sonst, wenn wir nur Wohnstadt wären, könnten wir uns ja auch an Oberhausen oder an Essen abgeben. Und deshalb ist für mich die Frage, wie wir Wirtschaft wieder organisieren in Mülheim an der Ruhr, eine ganz wesentliche Frage für die nächste Legislatur. Und ich möchte gerne mit den Fraktionen im Stadtrat gemeinsam einen Konsens finden, dass wir Wirtschaft wichtig finden, dass wir sozusagen dem Gewicht geben und natürlich auch die Wirtschaftsförderung neu ausrichten, damit wir auch da zielgerichtet zusammenarbeiten. Dazu gehört natürlich auch, dass wir die Verwaltung noch wirtschaftsfreundlicher machen, zum Beispiel durch Digitalisierung, durch einfachere Anträge, dass das alles so ein bisschen schneller geht. Und das ist mir ein großes Anliegen, denn wenn wir Arbeitsplätze in Mülheim haben, können wir auch die Sozialkosten senken, können wir die Kinderarmut reduzieren, und das ist mir auch ein großes Anliegen. Herzlichen Dank. Herr Buchholz, ich bin gespannt. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, warum soll man mich in Mülheim zum Oberbürgermeister wählen? Wirtschaftsförderung ist ein Herzensanliegen. Ich möchte gerne Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen. Anders als der bisherige Oberbürgermeister möchte ich einen anderen Stil pflegen, mit Ihnen gemeinsam kommunizieren. Und ich möchte gerne aus meinen Anfängen 10 Jahre Berufserfahrung bei der Bundesagentur für Arbeit, Hunderte von Betriebsbesuchen, vom kleinen Bäckerladen bis zum großen multinationalen Unternehmen in diese Arbeit mit einbringen. Ich stehe für einen Neuanfang, gerne mit Ihnen, der Politik und den Bürgern in der Stadt. Herzlichen Dank. Das fängt gut an. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Sie können viel erwarten. Und ich denke, Sie erwarten viel. Von den Diskutanten erwarte ich heute, dass Sie ein wenig weniger plakativ argumentieren, als das vielleicht in einem Wahlkampf sicherlich sinnvoll ist. Und dass wir hier lernen, welche klaren Konzepte Sie haben und insbesondere Ihre Herangehensweise ein bisschen verbessern wollen. Lassen Sie mich zur ersten These, zum ersten Thema Mülheim, Stadt ohne Perspektiven, kommen. Ich denke, das Kommunalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt es überdeutlich, Mülheim an der Ruhr hat in rasanter Art und Weise einen Abstieg hinter sich. Er war in der Champions League, 5. Platz unter den ersten 10, und ist heute am unteren Ende der
der Tabelle angelangt. Eine Stadt ohne Dynamik, kann man sagen. Heute steht Mülheim an Platz 394 von 396. Das muss man erst mal schaffen. Die Stadt lebt heute von ihren ja noch schwindenden wirtschaftlichen Substanz. Und wenn wir ehrlich sind, Besserung ist nicht in Sicht. Der Schuldenberg ist auf einen Wert von ungefähr 2,1 Milliarden Euro angewachsen. Die Watz schrieb dazu ganz einfach: eine heruntergewirtschaftete Stadt. Bislang jedenfalls haben die Zahlen und Fakten in den vergangenen Jahren in Politik und Verwaltung nicht wirklich dazu geführt, dass man sich kümmert. Offensichtlich sind die Daten und Fakten dort nicht angekommen. Ich denke, hier muss sich essentiell etwas ändern. Und damit stelle ich Ihnen mal, Herr Buchholz, die erste Frage. Sie haben in Ihrem Blick auf die Stichwahl drei Ziele formuliert, die Sie gerne angehen wollen. Das OB-Amt stärken. Ich denke, das hängt auch immer von der Person ab, wie stark das wirklich ist. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Sie wollen Sauberkeit, ein hehres Ziel, finden wir alle, wunderbar. Sie wollen den Bürgern zuhören. Ich finde, das ist Ihre oberste Pflicht als Oberbürgermeister, wenn Sie es dann sind. Aber da kommt überhaupt nicht Wirtschaft vor. Und meine Frage an Sie ist, wie wollen Sie den Wandel an der Stelle denn bewerkstelligen? Ja, zunächst einmal, Sie sprechen mein 100-Tage-Programm an, 9 Punkte unter www.buchholz-ob.ruhr nachlesbar. Da ist tatsächlich das Thema Wirtschaft nicht aufgeführt, weil Wirtschaft für mich zu den grundlegenden Dingen gehört, wie Soziales auch. Soziales finden Sie da auch nicht in dem Feld der 100 Tage. Und es ist richtig, nach 18 Jahren SPD-geführter Oberbürgermeisterarbeit in Mülheim trete ich an in dieser Stadt, um etwas zu verändern. Ich habe seit 18 Monaten das Amt eines Beigeordneten für Schule, Jugend, Soziales, Sport, Gesundheit und Kultur in dieser Stadt inne. Und ich habe gemerkt, dass es ein großes Misstrauen gibt in dieser Stadt. Und dieses Misstrauen setzt sich durchaus auch fort in der Unternehmerschaft. Ich habe sehr frühzeitig mit der Unternehmerschaft Standpunkte auch kontrovers ausgetauscht. Ich glaube, Sie wissen, worauf ich da anspiele. Wir kommen sicherlich noch im Laufe der Sendung dazu. Und die Unternehmer wissen, dass sie mit mir einen verlässlichen Partner haben werden, der einen Standpunkt hat. Und den muss man nicht unbedingt teilen. Aber ich lasse mich gerne auf die Diskussion ein. Und deswegen habe ich Ihnen bzw. dem Unternehmerverband das Angebot gemacht, nach der Stichwahl bei der Mitgliederversammlung des Unternehmerverbandes dabei zu sein, Ihnen und den Mitgliedern Rede und Antwort zu stehen. Und ich würde Ihnen gerne nachher meinen 5-Punkte-Plan vorstellen, wie die Wirtschaftsförderung in Mülheim neu aufgestellt werden kann. Herzlichen Dank. Sie haben sich eingeladen zu der Veranstaltung. Sie sind eingeladen worden zu der Veranstaltung. Warten wir mal ab, was passiert. Sie, liebe Frau Grefan, wollen, wie heißt das so schön, robuste Gespräche führen. Mhm. Das ist ja ein tolles Wort. Mit all denen, die die drängendsten Probleme von Mülheim lösen wollen. Glauben Sie denn, dass die das bisher gemacht haben, das nicht richtig gemacht haben? Wo ist Ihr Geheimrezept? Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich auch noch Kontakte mitbringe, die sozusagen vielleicht helfen, Dinge zu beschleunigen, die vielleicht liegen geblieben sind. Also natürlich betrachte ich Wirtschaftsförderung und den Kontakt mit der Wirtschaft als Chefinnensache. Und ich bin ja auch schon seit Jahren engagiert in der Stiftung 2 Grad. Das sind die Unternehmer, die sich auch für den Klimaschutz engagieren. Da gehören eben große Unternehmen zu, wie zum Beispiel Otto oder auch Salzgitter. Und dadurch hat man natürlich auch die Kontakte, die für Mülheim wichtig sind. Und was ich denke, ist, dass wir zusammen an einem Strang ziehen müssen, dass wir die Industriekonferenz, die schon vor einigen Jahren existiert hat, wieder beleben, dass wir uns an einen Tisch setzen und zum Beispiel auch mal darüber diskutieren, wenn Brachflächen bei den großen Industrieunternehmen sozusagen nur als Logistikflächen genutzt werden, kann man da nicht auch ein Stückchen mehr zusammenarbeiten und dadurch auch wieder Luft und Raum für Mülheim schaffen? Und wie können wir eigentlich auch die Möglichkeit der Beschleunigung in den Verwaltungsabläufen auch mit ihrer Hilfe, also dass man genau weiß, wo sind die Knackpunkte, auch beschleunigen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Es ist ja schön, wenn man sagt, man möchte das beschleunigen, aber wenn man die Knackpunkte noch mal genau angeht. Digitalisierung ist natürlich der zentrale Punkt. Und auch die Frage, wie koordiniert man das eben auch oben?
In Duisburg zum Beispiel gibt es ein extra Wirtschaftsdezernat, was das macht, zusammen mit Mobilität. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder Strukturentwicklung. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man wirklich die Priorität hat, Wirtschaft in Mülheim zu entwickeln. Und das möchte ich. Und ich denke, was immer noch nicht genug sozusagen gehoben ist, ist die Potenziale, die wir haben durch die neue Hochschule und durch die beiden Max-Planck-Institute, weil die beide sich mit den Zukunftstechnologien und Zukunftsberufen beschäftigen, die wir dann eben auch noch mit integrieren können. Wobei das Thema Start-ups, das Sie ja später vielleicht noch mal etwas vertiefen, natürlich nicht zu besonders hohen Gewerbesteueraufkommen führen wird. Das ist sicherlich gut fürs Image, aber für die Kasse in Mülheim nicht wirklich hilfreich in der Legislaturperiode, denke ich. Das ist richtig, aber wir haben ja auch Unternehmen, die auch zum Beispiel bereit sind, in Mülheim zu bleiben, die aber auch so ein Umfeld brauchen. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich gerne unterstützen möchte. Und deswegen eben auch ein Innovationsbeirat, wo eben diese ganzen Elemente zusammenkommen, wo man wirklich voneinander lernt und sagt, das setzen wir jetzt um. Also am Ende des Tages muss dann ein Ergebnis stehen, wo ich sage, und das setzen wir jetzt innerhalb des nächsten Jahres um. Und denken Sie denn, dass Sie die Belange der Wirtschaft, die ja nun wirklich an der untersten Stufe der Prioritätenliste der Verwaltung und der Politik heute stehen, irgendwie wieder hochkriegen? Wie wollen Sie das machen? Ich habe das ja gleich am Anfang gesagt, dass das mir ein wichtiges Thema ist. Das ist Chefinnensache natürlich. Und durch meine Kontakte, glaube ich, kann ich auch motivieren, sowohl die Verwaltung als auch den Rat. Das ist ja wichtig, dass die auch wieder dieses Gefühl bekommen, dass wir uns darum aktiv kümmern müssen, weil sonst haben wir nicht in zwei Jahren nicht den Platz 394, sondern 396. Und da möchte ich wirklich von weg. Ne? Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, denn dann geben wir uns als Stadt auf. Und das möchte ich auf keinen Fall. Ich denke, mein Ziel ist, dass wir in 5 Jahren wieder stolz auf unsere Stadt sind und sagen, wir haben ein Stückchen vorangebracht. Wir werden nicht alle Probleme gelöst haben, aber wir haben ein Stück vorangebracht. Herr Buchholz, wie kriegen wir die aus dem Keller wieder an die Oberfläche, die Wirtschaft? Ja, ich will zunächst einmal beginnen damit, dass ich Ihre These, Mülheim hat keine Perspektive, nicht teile. Sie haben gefragt oder Ausrufungszeichen gesetzt. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich sehe durchaus Perspektive für diese Stadt. Ich will kurz darauf hinweisen, dass ich gestern die Gelegenheit hatte, das ehemalige Tengelmann-Areal mit Armin Laschet denn zu begehen. Wenn also meine Mitbewerberin sagt, sie hat Kontakte, die sie mit einbringt, will ich da gerne auch zu beitragen und sagen, die habe ich auch. Und ich glaube, das Tengelmann-Areal ist beispielhaft dafür, dass wir in Mülheim denn aus Tradition in die Moderne wechseln können. Dass wir denn Flächen haben für Investoren, die spannend sind, wenn das richtige Know-how kommt, wenn die richtige Idee kommt. Und ich möchte gerne die, glaube ich, guten Mitarbeiter, die wir in der Wirtschaftsförderung haben, zu mir ins Oberbürgermeisterbüro holen, damit sie in der Verwaltung direkten Zugriff auf die wichtigen Ämter haben. Denn das eint uns, glaube ich, beide als Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters. Wir haben beide erkannt, dass die Wirtschaftsförderung eben diesen Zugriff auf Bauen, Planen, Umwelt eben nicht hat. Die Wirtschaftsförderung muss das bekommen. Anders als meine Mitbewerberin, die ein Wirtschaftsdezernat scheinbar favorisiert, möchte ich das als Oberbürgermeister gerne selber machen. Und ich bin mir sicher, dass wir dann auch in Mülheim entsprechend wieder nach vorne kommen. Ich habe ja gesagt, es ist Chefinnensache. Das heißt, es soll auch bei mir sein, aber wir brauchen wirklich da auch Kapazität drin. Ne? Ja, wobei vor 20 Jahren ist ja die MOB, die Mülheim Business, gegründet worden. Da sind einige qualifizierte Mitarbeiter aus der Verwaltung hineingegangen. Die hatten die Kontakte noch, die haben die auch genutzt. Das hat funktioniert. Nur in der Zwischenzeit sind viele dazugekommen, die die nicht mehr kennen. Und da gibt es eine gewisse Blockadehaltung hier und da, die man erkennt, wenn man mal damit zu tun hatte. Und die muss man auflösen. Sie müssen die Menschen nach vorne holen. Sie müssen ihnen sagen, dass sie Dienstleister sind, dienen und leisten. Und das ist das, wo ich glaube, dass wir da ein Stück weiterkommen. Aber das hatte ich ja in meinem Eingangsstatement schon gesagt, dass das für mich eine wichtige Funktion ist, die ich einnehmen möchte, dass das Rathaus wirklich sich als Serviceanbieter sozusagen versteht und dass wir die Menschen mitnehmen und dass wir sozusagen einfach eine andere Haltung haben. Ja, also dass die Haltung da ist, ich möchte gerne ins Gelingen verliebt sein, ich möchte eine Lösung finden, ich möchte am Ende des Tages wirklich da etwas stehen haben, was dann auch gemacht wird und nicht, dass sich das ewig hinzieht. Das ist mein Ansatz und ich kann sagen, dass ich das in meiner beruflichen Laufbahn in vielen Tätigkeiten gezeigt habe, dass ich das auch hinbekomme.
Man muss die Menschen mitnehmen. Eine Nachfrage von meiner Seite. Wenn Sie beide sagen, Sie möchten die Wirtschaftsförderung als Chefsache, Chefinnensache dann auch sehen, Sie möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von M&B ins Rathaus zurückholen, die jetzt da sind, oder sagen Sie auch, okay, das sind eigentlich gar nicht genug für Mühlheim, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Geld für die Wirtschaftsförderung, wir brauchen mehr Personal für die Wirtschaftsförderung. Ist das damit inkludiert mit Ihrem Ziel, das zur Chefsache zu machen, oder ist das erst der zweite Schritt? Also, bitte. Machen Sie ruhig. Ich übernehme gerne. Ja, bitte, ist okay. Also, ich gebe Ihnen das Wort. Danke. Also ich glaube, dass die Mitarbeiter um Herrn Trimborn, die dort denn arbeiten, bisher mit Hendrik Dönnebrink in der Wirtschaftsförderung als Leitung kommissarisch, einen hervorragenden Job machen. Das ist jedenfalls das, was mir berichtet wird, die denn was die Pflege der Unternehmen angeht, die Neuakquise angeht, die richtige Ansprache auflegen. Und ich möchte gerne diese Mitarbeiter zunächst einmal gewinnen. Sie wissen, dass wir, oder wissen es vielleicht nicht, als Kommune noch im Stärkungspakt bis 2023 144 Stellen im Rathaus eigentlich abbauen müssen. Insofern muss ich zumindest Wasser in den Wein gießen, dass eine Mehrung der Wirtschaftsförderung kurzfristig nicht möglich ist. Es sei denn, und die Diskussion hat ja der Unternehmerverband auch in Duisburg, glaube ich, geführt, dass der Unternehmerverband bereit wäre, denn in einen neuen Konstrukt denn auch mitzufinanzieren, um Personal aufzustocken. Das ist insofern auch mein offenes Angebot. Ich muss nicht zwingend alle Mitarbeiter denn im Büro des OBs denn haben. Wenn es ein anderes Konstrukt gibt, das denn eine effektivere Umsetzung denn der Wirtschaftsförderung sehr wohl möglich macht, bin ich dafür offen. Aber ich glaube, dass dieser nette Fluss zwischen der Wirtschaftsförderung und dem Rathaus, unsere Ruhr, uns im Moment so weit voneinander getrennt hat, dass eben manche Dinge in Stocken geraten sind, eben nicht im Fluss waren. Und ich möchte als Oberbürgermeister gerne dazu beitragen, dass denn das, was ich bei den Mitarbeitern im Moment erkenne, wenn ich den Streichholz nehme, zu ihnen komme und das Feuer in den Augen den Streichholz entflammt, ja, dann möchte ich gerne das für unsere Wirtschaftsförderung nutzen wollen. Und ich bin mir sicher, dass das auch im Rathaus gelingen kann. Das wäre schön. Ja, ich denke, es geht nur mit Ihnen zusammen. Und das heißt, die Struktur, die Aufgaben und die strategische Ausrichtung der kommunalen Wirtschaftsförderung müssen wir natürlich gemeinsam zeitnah überarbeiten. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt eine Idee habe, die mit dem Rat bespreche und Sie sagen hinterher April, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Also ich stelle mir vor, dass wir uns zusammensetzen, dass wir das genau noch mal definieren, was soll denn jetzt eigentlich passieren. Welche Schritte sind dafür nötig und was können wir davon sinnvoll im Rathaus leisten und was ist woanders zu leisten? Es ist ja nicht immer alles sinnvoll zu zentralisieren, wenn es woanders besser geht. Und das möchte ich gerne sozusagen mit Ihnen gemeinsam, das ist, nennen Sie es runden Tisch oder sonst was, sozusagen so erarbeiten, dass wir damit aber auch dann an den Rat gehen können, der muss ja auch noch zustimmen, und dann eben sozusagen damit loslegen. Und das können wir auch, glaube ich, relativ zeitnah machen, weil ja gerade jetzt dieser Umbruch ist. Dieser Umbruch ist ja gerade da und ich habe überhaupt nicht vor, irgendwie Mitarbeiter zu vergrätzen, sondern im Gegenteil. Ich möchte alle mitnehmen, dass sie mit einem freundlichen Gesicht dastehen und sagen, wir möchten jetzt gerne endlich loslegen und was machen und wir werden nicht mehr gehindert, sondern wir schaffen das jetzt hinzukriegen. Das ist so meine Motivation, daran zu gehen. Hoffentlich sind die Mitarbeiter auch motiviert, von der Wirtschaftsförderung zurück in die Verwaltung zu gehen, weil die Freiheiten, die sie in einem Unternehmen wie M&B haben, vielleicht da nicht so ganz zum Tragen kommen. Schön wäre, wenn das anders wäre. Jetzt sage ich Ihnen dazu, dass ich meine Anfänge bei der Bundesagentur für Arbeit auch genommen habe in der Vermittlung von Berufstätigen. Also nicht den klassischen Arbeitslosen, sondern Berufstätigen. Und uns war es zu eigen, dass wir morgens um 8 Uhr angefangen haben, 18 Uhr war Ende, montags bis freitags und samstags von 9 bis 13 Uhr gearbeitet haben im öffentlichen Dienst. Und ich würde den Mitarbeitern in der Wirtschaftsförderung diese Freiheit geben. Ja, ich verlange es eigentlich auch von Ihnen, dass denn Ihnen als Unternehmen diese Wirtschaftsförderung eben nicht nur bis 16 oder 17 Uhr diese zur Verfügung stehen, sondern ebenfalls, wenn Projekte anstehen, auch darüber hinaus. Prima. Die Verwaltung ist sicherlich eine der teuersten im Ruhrgebiet, das wissen wir. Ich hoffe, dass Sie das hinkriegen, eine gewisse Rochade von Mitarbeitern vielleicht dazu bewegen, motivierter an ihre Arbeit ranzugehen. Die meisten, die ich kennengelernt habe, sind hochmotiviert, engagiert, freundlich. Also da können wir uns nicht beklagen. Nicht immer alle, da sind wir aber eigentlich auch in der Wirtschaft nicht immer alle.
Herr Kleff, vielleicht mal an Sie die Frage, was sagt das Netz, was sagen unsere Zuschauer? Ja, einige Fragen sind schon eingegangen. Ich schaue mal gerade, welche sich jetzt dann auch wirklich auf diesen Themenblock dann beziehen. Und hier haben wir dann eine Frage nach der Wirtschaftsförderung. Was fehlt Mülheim bisher, um Unternehmer und Unternehmen zu gewinnen, auch mit Blick auf die Wirtschaftsförderung? Vielleicht fangen wir diesmal mit Ihnen an. Was fehlt? Ja, es fehlen vielleicht Anreizsysteme, wie sie in anderen Städten existieren. Es fehlen sicherlich auch die Rahmenbedingungen. Das heißt, wenn ich mit einer Familie nach Mülheim komme, finde ich eigentlich angemessenen Wohnraum, finde ich auch angemessenen Platz, um mein Unternehmen auch anzusiedeln. Das ist ja, glaube ich, eines der Themen gewesen, die wir in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv diskutiert haben. Ich habe das übrigens auch jetzt im Wahlkampf erlebt, dass ich, und sei es auf dem Spielplatz, wir haben eine Spielplatzreinigungsaktion gemacht, einen Unternehmer getroffen hat, der da mit seinen Kindern war und sagte, ich suche Händering, können Sie mir nicht helfen? Ich brauche Erweiterungsplatz. Ja, also das ist genau ein Thema. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, wir müssen dringend an diese Flächen, die es überall in der Stadt gibt, ran. Wir müssen aber auch, glaube ich, dann einen Anreiz schaffen, dass es ihm nicht geht wie dem Unternehmer, mit dem ich da sprach, dass er dann seine auf dem Gelände die Altlastenuntersuchungen selber machen muss und dann hinterher festzustellen, dass es bei ihm, dass es nicht funktionieren würde, dass er diese Fläche übernimmt. Ich glaube, da müssen wir als Stadt dann einfach auch ein bisschen mehr Hilfestellung leisten. Auch das ist etwas, was ich gerne mit Ihnen dann auch gemeinsam erarbeiten würde. Was sind die Punkte, die wir noch an Anreizsystemen brauchen, damit wir auch attraktiv für Mülheim sind? Natürlich brauchen wir auch gute Schulen, digitalisierte Schulen, da müssen wir auch beschleunigt rangehen. Neben der Digitalisierung des Rathauses, wir brauchen eben auch die Möglichkeit, dass tatsächlich man Dinge dann auch relativ schnell abgearbeitet kriegt. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Antragskonferenzen, also dass es nicht von einem Amt zum nächsten geht, sondern dass man eine Figur hat, an die man sich wendet und die dann gemeinsam mit den anderen sich zusammensetzt, um die Probleme durchzusprechen, die vielleicht mit einem Genehmigungsverfahren verbunden ist. Wir nannten das Antragskonferenzen in Niedersachsen. Also das hat sich sehr gut bewährt und vielleicht auch Fristen, in denen bestimmte Sachen einfach genehmigt werden müssen, wenn keine weiteren Fragen da sind. Also das sind alles so Dinge, die ich auch mitbringe als Erfahrung, wo ich sage, das möchte ich auch gerne hier forciert umsetzen. Die Antragskonferenz war ein Ziel, der vor 20 Jahren bei M&B ganz oben stand. Es hat im Anfang funktioniert. Und leider sind die Vorschriften dann immer stärker als die Menschen, die etwas umsetzen. Ja, da möchte ich natürlich die Mitarbeiter auch ermutigen, mal Verantwortung zu übernehmen und auch mal eine Entscheidung zu treffen. Es kann ja auch mal eine Entscheidung falsch sein. Und wenn sie dann erleben, dass ihnen nicht gleich der Kopf abgerissen wird, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, mal zu sagen, ich entscheide auch mal was. Und ich warte nicht. Positiv. Ja. Nicht nur entscheiden negativ, damit mir nichts passiert. Ja. Das ist ja eigentlich das was wir immer wieder leider erleben. Lieber ein bisschen richtig als ganz falsch, ist auch eine Methode. Herr Buchholz. Ja, aber das ist ja genau das, was uns mindestens die letzten 5 Jahre, einige sagen mir auch darüber hinaus, in Mülheim denn gefehlt hat. Von oben herab denn, von der Führungsseite her, denn tatsächlich eine Führung, die diese Haltung mitträgt, dass es denn Entscheidungen möglich macht. Und ich glaube, dass wir auch darauf achten müssen, wir sind im Verband der für Altlasten- und Flächenrecycling beispielsweise. Wir haben angesprochen, wir haben alte Industriebrachen, wir haben Flächen, die könnte man innerstädtisch nutzen. Und wir müssen die Gespräche mit den Eigentümern darüber führen, wie wir denn in dieses Konzept hineinkommen, um denn die Gelder, die dafür zur Verfügung stehen, sinnvollerweise sowohl für die Stadt, und da sage ich Ihnen auch, für den Eigentümer, für den Unternehmer nutzbar machen. Da gibt es Hürden. Ich möchte mich als Oberbürgermeister dafür einsetzen, dass wir diese Hürden abbauen. Und ich möchte mir auch vorstellen, und vielleicht ist eine gute Sache in Corona die, dass wir alle schneller arbeiten müssen. Weil mir sagen die Fachleute, dass wir denn durch Corona Mitte des nächsten Jahres, was die Bauwirtschaft beispielsweise angeht, in ein mögliches Loch fallen werden. Jetzt werden noch die Aufträge abgearbeitet. Heißt für mich ganz konkret auch, dass ich denn die Bauverwaltung anweisen werde, bitten werde, da wo wir denn die Möglichkeit haben, Anträge schneller zu entscheiden, dies denn zu tun, damit wir eben keine Delle in 21 bekommen, sondern über 21 hinaus konkret denn auch die Unternehmen in Beschäftigung denn halten können. Schön wäre, wenn die Planung Ordnungsamt oder Bauamt mehr Leute hätte. Das ist immer das Problem. Die sagen immer, wir sind zu wenig Leute.
Da ist aber wirklich das Problem, dass Dinge der Markt liegen, leer ist. Ne? Die eigentlich relativ schnell abgehandelt werden können. Ja, es gibt also Ihr Kollege Peter von Bollen würde sich freuen, wenn ein paar aus dem Sozialdetentat, wo sehr viele sind, vielleicht rüber in die ins Planungsamt gehen. Ob die da hinpassen, ist Esther, ich wollte gerade sagen, ob das unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist und ob Sie da hinterher dran gefallen finden als Unternehmen, möchte ich im Moment jedenfalls in Frage stellen. Aber Sie haben natürlich recht, dass man in der Verwaltung das Problem des Humankapitals tatsächlich ja hat. Wir bezahlen halt eben nach öffentlichem Tarif und Unternehmen können da deutlich drüber hinausgehen. Die Gewinnung von Fachkräften ist eine Herausforderung für uns. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir, bis wir denn auch Fachkräfte gewonnen haben, uns durchaus ja auch externer ihrer Unternehmen ja mit bedienen können. Wir haben beispielsweise mit dem Geohaus in Mülheim ja Experten, die ich gerne intensiver mit einbinden möchte in die Verwaltungsarbeit. Wunderbar. Und ich kann mir vorstellen, nur um das nochmal eben zu ergänzen, dass durch die Delle, die nächstes Jahr eintritt, eventuell eben auch doch Menschen ihre Arbeit verlieren, die dann vielleicht froh sind, auch in der Verwaltung einen Job zu haben. Und da können wir vielleicht dann auch neue gewinnen. Also das könnte durchaus ja auch nächstes Jahr passieren. Also in der Verwaltung zu arbeiten, ist keine Strafe. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ganz im Gegenteil. Ja. Herr Kleff, vielleicht noch mal auf unsere Zuschauer. Genau, gerne. Bevor wir nämlich gleich dann auch in den nächsten Themenblock kommen, wo wir nach vorne schauen möchten, noch mal jetzt zur Analysephase. Und Sie haben ja gerade gesagt, Sie würden das Bauamt anweisen bzw. bitten, schneller zu arbeiten, um es mal ganz grob zu sagen. Da kommt eine Frage nämlich dazu. Platz 394 im Dynamic-Ranking, heruntergewirtschaftete Stadt. Wer ist schuld? Wenn wir also noch mal kurz in die Problemanalyse gucken. Wie ist es denn so weit gekommen, dass wir heute hier sind, wo wir sind mit Mülheim? Herr Buchholz. Ich will jetzt nicht Rudi Carrell bemühen. Aber Fakt ist, glaube ich, dass eine Vielzahl von Entscheidungen dazu beigetragen haben. Und das ist nicht alles auch Mülheim gemacht. Deswegen, ich werbe auch gerade da, wo ich unterwegs bin, dafür, dass wir in Mülheim nicht alles schlecht reden. Ja, das Ranking, was Sie aufzeigen, in den Zahlen selber ist schlecht. Ich habe aber auch Zahlen gelesen, die da lauten, dass wir in Mülheim rund 55% Industriegewerbe denn verloren haben in den letzten Jahrzehnten. Der Durchschnitt aber bei 66% liegt. Wir haben, was die Arbeitslosenzahlen angeht, mit 9,1% einen Höchststand in Mülheim erreicht, 26% mehr. Aber wenn wir uns umsehen, wie denn um uns herum 13%, 11%, 12% der Kommunen denn Arbeitslosenzahlen schreiben, dann glaube ich, dass wir in Mülheim immer noch gut dastehen. Besser jedenfalls als andere. Wir dürfen uns allerdings darauf nicht ausruhen. Ich will als Oberbürgermeister dazu beitragen, dass eben diese Delle, von der wir gerade noch mal gesprochen haben, im nächsten Jahr eben nicht eintritt oder uns eben nicht so trifft. Vielleicht ganz kurz in Ergänzung dazu, zu dieser Arbeitslosenzahl. Ja, das stimmt natürlich. Im näheren Umkreis steht Mülheim dann noch ganz gut da als Momentaufnahme. Wenn ich aber auch mal schaue, wie sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten von 2008 bis 2017 entwickelt hat. Wenn man da mal auf Mülheim guckt, plus 9,7%, hört sich erstmal ganz gut an. Aber im gleichen Zeitraum NRW plus 14,5% und im Bund plus sogar plus 17,1%. Ne? Und in Oberhausen plus 13,6, in Essen plus 11,7, also alles mehr als Mülheim. Da sieht man ja, es gibt ja einen Negativtrend. Das ist, was Sie gerade beschrieben haben mit der Arbeitslosenzahl, ist eine Momentaufnahme, aber der Trend ist ja schon da. Andere sind deutlich schneller als wir. Ja, aber lassen Sie mich über die Basis, er spricht über das Delta. Genau, lassen Sie mich das nochmal sagen. Erklären Sie mir bitte nochmal dann bitte diese Zahl. 9,6% mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, gleichzeitig aber der höchste Stand an Rückgang in der Arbeitslosenstatistik. Ja, also wenn ich denn von einem niedrigen Level komme, und sozusagen die entsprechenden Beschäftigtenzahlen denn dann ansteigen lasse, dann habe ich nicht mehr viel Potenzial wie in Duisburg, wo die Arbeitslosenzahl denn durchaus größer ist. Wir haben natürlich auch die Situation, dass wir immer noch Industriearbeitsplätze hatten und haben mit Europipe, mit Mannesmann, mit Friedrich Wilhelm Hütte, Siemens natürlich, ja. Ich wollte jetzt gerade bei Siemens noch was anderes sagen. Okay. Ich wollte bei den anderen dreien sagen, die uns gerade ein Stückchen wegbrechen. Bei Siemens, die sind ja schon in einem Veränderungsprozess. Die machen ja sehr viel schon an Innovationen und Änderungen. Bei Friedrich Wilhelm Hütte sieht es ja wirklich so aus, als wenn es sich reduziert. Und das sind natürlich dann Zahlen, die dazukommen und die auch nicht unbedingt ersetzbar sind, weil diese Dinge, die dort hergestellt werden, eben wahrscheinlich in anderen Ländern preiswerter hergestellt werden und einfach nicht unbedingt bei uns zu halten sind.
bei Europipe haben wir den Vorteil, dass jetzt im Moment ja darüber diskutiert würde, ob das Projekt beendet würde. Aber man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel die Rohre, die dort hergestellt werden, die einzigen sind, die zum Beispiel Wasserstoff transportieren können. Und wenn wir zukünftig eine Wasserstoffwirtschaft haben, werden wir sicherlich auch Wasserstoff importieren müssen. Und dann haben wir wieder einen Vorteil mit der Europipe. Also insofern können wir da vielleicht auch aufbauen auf dem, was wir jetzt Zukunftsindustrien auch nennen. Und das bei Siemens ja auch gerade. Ne? So weg von den großen, dicken Maschinen hin zu neuen Technologien. Das sind ja die Punkte, die wir unterstützen müssen und wo ich auch gerne mithelfen will und wo wir eigentlich noch zu wenig die Synergieeffekte in dieser Stadt nutzen. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo wir noch mehr zusammenarbeiten müssen. Und um nochmal zu sagen, warum ist es nicht weitergegangen? Also meine Erfahrung war jedenfalls das, was ich bei meinen vielen Gesprächen im letzten halben Jahr gehört habe, dass ganz oft eben Entscheidungen nicht getroffen worden sind. Dass zwar die Mitarbeiter engagiert sind im Rathaus und auch dran arbeiten, aber es irgendwo stecken geblieben ist. Und das, glaube ich, ist eigentlich Sache der Chefin, des Chefs, wirklich dafür zu sorgen, dass eine Entscheidung auch zu Ende gebracht wird. Und zwar auch in einem angemessenen Zeitraum, beziehungsweise auch wirklich Fristen zu setzen. Also auch da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man für einfache Genehmigungsverfahren einfach eine Frist setzt und sagt, wenn ihr bis zu dem Zeitpunkt nichts gefunden habt, was da irgendwie noch gegenspricht, dann ist das genehmigt. Das ist einfach auch mal eine andere Herangehensweise, ja, als zu sagen, wir müssen jetzt jeden Stein noch mal umdrehen. Ich weiß nicht, ob Herr von Meul zuhört, aber er wird es sicherlich erfahren, was Sie gerade sagen. Ja, natürlich. Ich will noch mal auf die Friedrich-Wilhelms-Hütte zurückkommen. Bei der Friedrich-Wilhelms-Hütte ist es tatsächlich ja ein Beispiel. Ursprünglich mal 5.000 Beschäftigte, zuletzt jetzt 500, 235 gehen jetzt noch mal in der Transfergesellschaft. Im Stadtkern eigentlich. Ja? Und wenn wir nachdem noch mal auf das Thema Flächenentwicklung kommen, Frau Griefmann hat es noch mal angesprochen, ich möchte es jetzt hier noch mal aufgreifen, weil ich mir nicht ganz klar darüber bin, wie Sie jetzt denn Ihr Wahlversprechen einlösen möchten. 5.000 neue Arbeitsplätze in Mülheim, 10 Millionen Gewerbesteuer, ja, dann kann man sich schon mal darauf vorbereiten. Und das ist ja das SPD-Konzept, die Selbecker Höhen zu bebauen. Und vorgestern erzählen Sie keine Lügen. Gut, ich habe das genau erklärt, das habe ich auch Dienstag genau erklärt. Dann bin ich gleich nochmal auf Ihre Erklärung gespannt. Das haben Sie am Dienstag schon gehört. Ich ziehe das nochmal zurück. Das haben Sie Dienstag Sie können schon das gehört. Ja gleich gerne nochmal in der Runde hier erklären. Unsere Zuschauer, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu. Ich finde, wenn man einmal so eine Falschaussage in die Ja, das stellen wir richtig, wenn nötig. Also die Fragen, die wir jetzt noch haben, die gehen jetzt quasi schon in Richtung Zukunft. Und insofern würde ich vorschlagen, dass wir zum zweiten Themenblock wechseln. Und damit kommen wir zum zweiten Themenblock, nämlich Quo Vadis, Wirtschaftsstandort Mülheim. Auch hier wieder eine These. Eine demontierte Wirtschaftsförderung, ein zerfleddertes Gewerbeflächenkonzept, eine marode Infrastruktur und Schulden über beide Ohren. Ich würde mal sagen, ich komme weitestgehend vom Bau, eine Riesenbaustelle, die Mülheim da hat. Die Wahlkampfversprechen legen die Latte noch ein Stück höher. Frau Griefahn verspricht 5.000 neue Jobs, wir haben es gerade gehört, 10 Millionen Euro Mehreinnahmen in den kommenden 10 Jahren und außerdem so etwas wie eine neue Gründerzeit. Und der Buchholz will gar den kompletten Wandel. Also ehrlich gesagt, wenn Sie mich fragen, das ist mit den Zielen wahrscheinlich unter den Rahmenbedingungen nicht wirklich zu machen, aber das hoffe ich, schaffen Sie. Was wir brauchen, ist einen großen Wurf, nicht die kleinen Mosaiksteinchen. Denn wir müssen diesen karren Wirtschaftsstandort aus dem Dreck holen, sonst wird Mülheim weiter verlieren. Und insofern möchte ich an dieser Stelle dann auch die Fragenkataloge weiterstellen. Ich glaube, an Sie nochmal, Frau Griefmann. Wir haben es gerade gehört, wo wollen Sie denn diese 5.000 Jobs herholen? Sie haben das ja sehr richtig gesagt. Ich habe das für die nächsten 10 Jahre gesagt. Nicht nächstes Jahr, sondern nächsten 10 Jahre. Und wir haben ja viele Unternehmungen, die auch in einer Transformation der Gesellschaft ja sich neu entwickeln und neu entstehen. Und wichtig ist, dass wir daran partizipieren und dass wir die nach Mülheim holen. Das ist ja für uns ganz wichtig. Und deswegen ja auch nochmal die Belebung der Industriekonferenz, um zu sagen, wie können die Unternehmen, die jetzt hier sind, auf der einen Seite traditionelle Industrie sind, wie können die mit beitragen, indem sie überlegen, was ist denn das, was bei Ihnen fehlt und was an neuen Dingen, die in den ganzen Unternehmen diskutiert wird. Also auch bei Mannesmann wird ja diskutiert, Salzgitter wird diskutiert, zum Beispiel mit Wasserstofftechnologie zu arbeiten. Wie können wir das hier wieder sozusagen auch in Mülheim auf den Flächen eventuell, die denen ja gehören, auch etablieren? Ja?
Und das sind die Punkte, an denen ich arbeiten will und wo ich eben auch schon angefangen habe, mit den Unternehmen zu sprechen. Und da haben wir ja schließlich eine sozusagen alle Bereiche hier in Mülheim, sowohl die existierende Industrie, die sich gerade wandeln muss, damit sie existenzfähig bleibt. Dann haben wir die beiden Max-Planck-Institute, die genau an diesen Dingen forschen und natürlich dann auch gucken, wie kriegen wir das in die Praxis organisiert. Das sind Forschungsinstitute. Ja, aber sie machen zum Beispiel mit diesem Punkt zusammen auch in Duisburg praktische Umsetzung. Und die Hochschule bildet ja, weil das ja eine Hochschule für angewandte Menschen ist, das ist ja keine Wissenschaftsuniversität im klassischen Sinne, eben Leute aus, die genau in diesen Bereichen arbeiten. Also das ist nicht nur Start-ups, sondern ist eben auch Wandel von traditionellen Technologien. Und da gibt es ja gerade jetzt, wenn wir uns Europa angucken mit dem Green Deal, eine Menge an Vorgaben, die wir in den nächsten Jahren umsetzen müssen, damit wir auch klimaneutral und klimapositiv werden. Und wo es aber auch Gelder gibt, die wir für Mülheim akquirieren müssen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir auch die Unternehmen interessiert behalten, hier zu bleiben. Ja, dass sie nicht sozusagen nur in Salzgitter investieren, sondern hier in Mülheim. Also die Großen sind gut, wir brauchen vor allen Dingen aber die mittelständischen Unternehmen. Natürlich. Denn die machen das Geschäft. Sie wollen den Wandel. Wie wollen Sie das schaffen? Ja, also zunächst einmal möchte ich meine Position wiederholen. Und da weiß ich, dass das den Unternehmerverband nicht freut, dass die Freiflächen, die wir in Mülheim haben, Selbecker Höhen, Auberg, Fulumer Feld und Winkhauser Tal, eben nicht bebaut werden sollen. Ich habe heute noch mal vom Bundesumweltamt denn eine Abfrage bekommen, wie wir denn in den Städten die Überhitzung denn vermeiden wollen. Was Städte tun, um denn dort Maßnahmen zu ergreifen, damit die Menschen in den Städten weiter leben und arbeiten können. Ich glaube, dass unsere Freiflächen auch für die Unternehmen wichtig und sinnvoll sind, weil sie zumindest in dem Bestand, in dem sie jetzt arbeiten, auf den Flächen, die wir zur Verfügung haben, denn tatsächlich die Möglichkeit haben, ohne dass wir weitere Einschränkungen durch den Klimawandel denn hinnehmen müssen. So, wie wollen wir jetzt in Mülheim weiter nach vorne kommen? Ich hatte vorhin erwähnt, dass ich denn sehr angetan vom Tengelmann-Areal bin. Ich habe dort denn gestern die Begehung auch mit dem Investor Herrn Soravia vornehmen können. Ich war wirklich sehr überrascht, dass bereits 25.000 Quadratmeter Fläche wohl schon vermarktet sind. Weitere sollen folgen. Und ich glaube, dass dieses Areal eben geradezu prädestiniert ist, zu zeigen, wie von Tradition in Moderne denn hineingewechselt werden kann. Ich würde als Oberbürgermeister mich dafür einsetzen wollen, dass wir denn Siemens Energy, die nächste Woche an den Start gehen, an die Börse gehen, dass wir das Headquarter hier nach Mülheim bekommen, weil ich glaube, dass das uns denn mit dem produzierenden Faktor als Headquarter, da wo denn der CEO denn den Unternehmen, die sich denn daran beteiligen wollen, zeigt, wie produziert man das eigentlich, was dort verkauft wird, vorstellt, dass wir das nach Mülheim bekommen und mit Erlangen, München und Essen eben als Sieger vom Platz gehen, die mit uns konkurrieren. Oder Berlin, ist auch noch im Gespräch. Oder Berlin, ja. Das wär der Hattrick. Arm und sexy sind wir auch. Also und wir haben eine tolle Infrastruktur. Und da bin ich nochmal bei der Infrastruktur. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben Schiene, Wasser, wir haben eine super Verkehrsanbindung. Wir sitzen mitten im Herzen eigentlich der großen Ballungsräume von Essen, Mülheim, Essen, Düsseldorf und dem Ballungsraum Duisburg, Linker Niederrhein. Und ich glaube, dass deswegen immer noch viele Unternehmen trotz der erschwerten Bedingungen gerne nach Mülheim kommen. Ich möchte mich als Oberbürgermeister dafür einsetzen, dass sie auch entsprechend empfangen und begleitet werden. Und den Gewerbesteuerhebesatz sprechen wir heute mal nicht an. Naja, den wollen wir eigentlich alle runter haben, ja, aber ob das im Moment geht, weiß ich nicht. Das darf ich Ihnen gerne beantworten, dass im Moment ist der Gewerbesteuerhebesatz nicht diskutabel, weil die Bezirksregierung das festgeschrieben hat. Sehr wohl könnte aber die Stadt, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten hätten, ja, bei der Grundsteuer wieder zurückdrehen. Aber dazu muss der finanzielle Spielraum zunächst einmal gewonnen werden. Ja. Mein Ansatz ist auch noch auf der Zusammenarbeitsebene mit den anderen Ruhrgebietsstädten auch über das Ruhrparlament noch mal mehr zu kooperieren, damit wir auch sozusagen gleiche Sätze für beides haben, damit man sich nicht gegenseitig Konkurrenz macht. Ich glaube, das Beispiel Monheim, was in jeder Diskussion angeführt wird, hilft uns nicht weiter. Also Dumpingwettbewerb. Tolles Beispiel, ja, aber hilft nicht. Nee, meine ich ja. So einen Dumpingwettbewerb haben wir auch schon in der Europäischen Union damals mit Slowenien gehabt. Und das war genauso nicht hilfreich. Also ich glaube,
Da müssen wir wirklich noch mal mehr in die Kooperation gehen. Das müssen wir übrigens ja auch im Bereich des Verkehrs, des öffentlichen Nahverkehrs. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der auch wiederum für die gute Möglichkeit für die Menschen von A nach B zu kommen, natürlich auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann auch zu ihren Jobs zu kommen ist. Auch das ist ja etwas, wo wir auf der Überebene arbeiten müssen. Wenn Sie in Ihrer Funktion im RVR demnächst einen einheitlichen Hebesatz für alle Gebiete im Ruhrgebiet herstellen können, ich glaube, da werden sich ein paar Freunde machen. Also das würde ich sehr anstreben, würde ich mich sehr für engagieren. Genauso wie ich mich für einen übergreifenden, für unsere 5,1 Millionen Einwohner im Ruhrgebiet einheitlichen Nahverkehr einsetzen möchte. Sie haben eben das Gewerbeflächenthema angesprochen. Da sind Sie ja nun Ihrer Fraktion ein bisschen, oder haben Sie Ihre Fraktion ein bisschen überholt, würde ich mal sagen. Müssen wir denn jetzt damit rechnen, wenn Sie Oberbürgermeister werden, dass das sozusagen ein Überholerwettbewerb wird, dass Sie das öfters machen? Also wenn wir beide im Gespräch sind, dann überhole ich gerne meine Fraktion, aber auch den Rest des Rates an der Stelle, wenn wir mit guten Ideen kommen, die mehrheitsfähig sind. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, der Oberbürgermeister hat eine Stimme im Stadtrat und ja, ich habe mich bei den Freiflächen positioniert und bin damit nach vorne gegangen. Ich habe da durchaus Kritik erfahren, aber ich darf Ihnen auch sagen, ich habe durchaus positive Rückmeldungen auch aus der Unternehmerschaft bekommen, die mir gesagt haben, endlich mal ein Mann, der denn eine Position hat, die muss man nicht teilen, aber der hat eine Position und an der kann man sich abarbeiten. Ich komme nochmal darauf zurück und frage meine Mitbewerberin, diese 10 Millionen zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen und die 5000 Arbeitsplätze, wenn Sie sagen, auf 10 Jahre gehen die, wo sollen die entstehen? Das ist das alte SPD-Konzept, was Ihr Parteivorsitzender Rodion Barkum ja in der Presse vorgestellt hat. Und ich habe mich gewundert, als ich das denn auf Ihrem Kandidatenflyer gesehen habe. Und dann in der Zeitung habe ich jetzt lesen können, das freut mich, dass Sie jetzt eine Meinungsänderung haben zu den Selbecker Höhen, dass die denn nicht bebaut werden sollen. Ich meine, wenn Sie jetzt sagen, die werden doch bebaut, wäre das sozusagen die doppelte Rolle rückwärts. Also jetzt finde jetzt die Polemik ist nicht angemessen. Ich möchte das nochmal sagen. Ich habe mich wirklich seit Anfang des Jahres intensiv gekümmert und bemüht und habe gehofft, und wenn nicht Corona gekommen wäre, hätten wir vielleicht im April oder Mai auch gemeinsam mal so eine Runde haben können, über die, wo man darüber spricht. Das hat sich dann leider etwas verselbstständigt durch diesen Kriterienkatalog. Und deswegen habe ich dann im Juli gesagt, also auch nach meinen Besuchen im Auberg, im Winkhauser Tal und im Fullerumer Feld sind diese Flächen nicht geeignet für eine Gewerbeansiedlung. Warum ich Selbeck damals nicht ausgeschlossen habe, war auch, weil der Herr Steitz, unser Mitbewerber bei der ersten Runde, gesagt hat, wir könnten ja eventuell an der Autobahn entlang auch mal Windenergieanlagen aufbauen. Auch dafür braucht man ein Stück, was dafür genutzbar ist und eine Umwidmung. Das kann man nicht einfach da so hinpacken. Und deswegen habe ich das offen gelassen, habe gesagt, wir müssen prüfen, was da geht und was man da überhaupt machen kann. Und ich habe dann gesagt, als der Rat aber beschlossen hat, die 4 Flächen auszuschließen, habe ich gesagt, das würde ich als Oberbürgermeister nicht wieder aufmachen und sozusagen erstmal Ärger mit dem Rat aufmachen, sondern wir sagen, das ist jetzt für mich ausgeschlossen. Und wir haben ja noch die Flächen am Flughafen, die zum Beispiel auch, wo man auch überlegen kann, gibt es da Solarenergie, was man da noch mit einsetzen kann. Da gibt es viele Einsätze. 1000 Arbeitsplätze bei Windrädern und Solarenergie. Ich habe Ihnen gerade vorhin gesagt, wo ich noch Arbeitsplätze sehe, auch bei der Großindustrie, die jetzt gerade abbaut, dass da wir den Wandel, die Transformation mit hinbekommen. Das habe ich Ihnen gesagt. Okay. Plus den Mittelstand, die kleinen Unternehmer, die ich auch gesprochen habe, die zum Beispiel neue Flächen für Sachen suchen und wo wir sie unterstützen müssen, dass sie im Hafen zum Beispiel oder an der Bahn dann nicht selber noch die Altlastenuntersuchung und Sanierung machen müssen. Das ist schon das Thema, wo wir hoffen, dass kein Nullsummenspiel ist. Ja. Ich frage Sie nur, wenn das alles nicht geht, was geht denn? MOB hat, wenn ich die Zahl richtig bekommen habe, im ersten Halbjahr 2020 94 Anfragen mit über 73,6 Hektar Anfragevolumen gehabt. Sie haben keine Antworten geben können. Sie sprechen immer über Brachflächen. Sie wollen robuste Reden führen. Sie, weiß ich nicht, wie oft Sie schon durch die Stadt gefahren sind. Ich sehe keine Brachflächen, wo man wirklich konkret sichtbar was machen kann. Nehmen wir mal die Jost
Geschichte raus. Da könnte man was machen. Wer dahin will, der sollte es sagen. Aber im Hafen sind viele Hallen und alles Mögliche. Wie wollen Sie es denn anstellen? Das ist doch die Kernfrage. Ja. Ich übernehme zuerst. Eine meiner ersten Begegnungen im Zuge des Wahlkampfes war eben im Geohaus. Dr. Schuster hat mir eindrucksvoll vorgestellt, dass wir in Mülheim denn, was die Flächennutzung angeht, viele Flächen eben unter Wert nutzen. Und das ist dann die persönliche Ansprache auch des ersten Wirtschaftsförderers in dieser Stadt, mit den Eigentümern darüber zu sprechen, welche Weiterentwicklung denn, Frau Griefan spricht von Transformation, wir denn in dieser Stadt für die Gewerbeflächen denn herbeiführen können. Das möchte ich gerne übernehmen, weil ich bleibe dabei, ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns mit Bochum, Essen, Duisburg, Oberhausen, die riesige Brachflächen haben, denn vergleichen wollen und immer dem Zeitgeist hinterher hecheln, Logistikstandorte schaffen, von denen wir wissen, wir haben solche Anfragen ja bekommen, ja. Von denen wir wissen, dass denn im Zuge der künstlichen Intelligenz, da wo jetzt noch 120 Mitarbeiter in einem Logistikzentrum denn beschäftigt sind, demnächst noch 30 vielleicht beschäftigt sind, weil den Rest übernimmt dann die künstliche Intelligenz und der Roboter. Wir müssen weiterdenken und ich glaube, dass das auch gerade mit Blick auf Corona uns eigentlich gut tut, dass wir jetzt den Neuanfang wagen können, eben nicht einer alten Tradition hinterher zu arbeiten. Ja, nicht alles Alte können wir bewahren, sondern wir müssen gucken, was es eigentlich übermorgen auch denn an Bedarfen gibt. Und ich glaube, dass wir die Frage für uns auch beantworten müssen, sind wir im Kleinen, im Regionalen aufgestellt oder wollen wir, so wie ich es denn haben möchte, auch international weiter tätig sein? Haben wir offene Märkte, wollen wir für diese Märkte produzieren und Dienstleistungen anbieten? Ich finde es schön, dass Sie die Zukunft gucken. Wenn ich mir aber die Ratszusammensetzung angucke, da sind ja eine ganze Menge Bremser, die das alles nicht wollen. Wie wollen Sie das erreichen, dass Sie im Rat dazu Mehrheiten bekommen? Wir haben ja eine ganze Menge neue Menschen im Rat und neues Spiel, neues Glück. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass ein neuer Rat und eine neue Oberbürgermeisterin eben auch dann neue Gespräche führen kann, wie wir an diese Flächen rangehen, die auch da sind. Sie haben recht, diese Unternutzung ist auch ein Punkt, den ich selber wahrgenommen habe und wo ich auch schon festgestellt habe, was weiß ich, wo da irgendwo eben bei ehemals Leckerland zum Beispiel irgendwelche Hallen einfach nur rumstehen und ab und zu mal Lastwagen abgestellt werden und sonst da nichts passiert. Das sind zum Beispiel Flächen, wo man ran muss und wo man sagen muss, so, da könnten wir doch eigentlich was tun. Das meinte ich mit den robusten Gesprächen. Okay, prima. Aber ich muss noch mal nachfragen, weil das hörte sich gut an, aber das Konkrete fehlte mir. Also wo sehen Sie denn wirklich noch Potenzial? Also ich greife auch gerade mal einer Zuschauerfrage noch vor. Also außer Tengelmann, eben Sie sagten noch Flughafen, wo sehen Sie da wirklich jetzt, nehmen wir mal an, wir hätten jemanden 30.000 Quadratmeter produzierendes Gewerbe, vielleicht zukunftsorientiert, wo könnte der dann auf irgendeiner Brachfläche, untergenutzten Fläche unterkommen? Gibt es da ganz konkrete Ideen von Ihnen? Ich sage konkret, für 30.000 Quadratmeter haben wir, glaube ich, nichts im Angebot. Aber das ist auch der Punkt, wo ich sage, wir werden in Mülheim nicht allen etwas anbieten können. Wir haben aber eine ganze Reihe von sogenannten Hidden Champions beispielsweise, bei denen ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie eben diesen Ausbau in Mülheim denn mit begleiten, die man nach vorne bringen kann, auch für Mülheim denn mit einem Mehrwert in die Öffentlichkeit bringen kann, damit andere kleinere Unternehmen sich denn beispielsweise mit anbieten. Wir haben über die Friedrich-Wilhelms-Hütte gerade gesprochen. Ich glaube, dass das ein Entwicklungspotenzial in den nächsten Jahren sein kann, wenn der Eigentümer denn mitspielt, wenn der Eigentümer bereit ist, denn für eine gute Idee auch gutes Geld verdienen zu wollen. Ja, es ist ein Unternehmer, muss immer auch Geld verdienen. Verdienen dürfen. Was rauskommt, ist dann Wohnen an der Ruhr. Ne? Na, ich glaube, dass es denn... Das darf nicht passieren. Nochmal, wir haben Industriefläche und ich habe vorhin gesagt, wir sind auch Mitglied im Verband für Altlasten und Flächenrecycling. Ich möchte gerne dieses Beispiel nutzen, um zu schauen, ist das nur eine Worthülse des Landes, wo man denn entsprechende Gelder parkt, aber nicht abrufen kann? Oder haben wir die Gelegenheit in Mülheim, im Herzen unserer Stadt, das umzusetzen, was in Duisburg beispielsweise im Hafenbereich ja passiert ist. Ja.
Und da hatte ich ja die Industriekonferenz vorgeschlagen, dass wir die Kooperation zwischen den Unternehmen, die alle da entlang sind, noch mal verstärken, weil da gibt's viel Fläche, die im Moment immer nur zur Ablagerung von irgendwelchen Dingen genutzt wird. Aber Siemens braucht für seine Übersee Kartonagen und Verpackungen, brauchen die eigentlich viel Platz. Ja. Und die liegen dann auf dem alten Habecke-Gelände und man denkt, meine Güte, müssen die denn hier rumliegen? Wir sind ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Herr Kleff, wir wollen unseren Zuschauern noch Gelegenheit geben, zu dem zweiten Fragen-Themen-Katalog Fragen zu stellen. In der Tat kommen jetzt hier ein paar Fragen rein, die sich darauf beziehen, was Sie, ich sag mal so, eher in der Zukunft sehen. Und da kommt dann immer die zentrale Frage, was können wir denn jetzt tun? Was könnten wir dieses Jahr noch anschieben? Was könnten Sie als neue OB, noch dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr anschieben, um diesem drängenden Problem der Gewerbeflächennot entgegenzuwirken? Gibt es da eine kurze, knappe Antwort, Frau Dr. Riefan? Ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Erstens, die Genehmigungsfragen zu beschleunigen. Ich weiß, dass es etliche Unternehmen gibt, die da ewig rumhangeln und auch gerade Flächen sich sozusagen angeguckt haben, aber wo es dann nicht richtig weitergeht, aus Denkmalschutzgründen oder aus was weiß ich nicht was für Gründen. Also da würde ich gerne das mit der Antragskonferenz nochmal aktualisieren. Aber es geht das einfach schneller und auch persönlich mich auch einmischen, wenn sozusagen Dinge over the top sind, ja, dass man einfach sagt, okay, Leute, jetzt bleibt mal auf dem Boden und lasst uns doch mal gucken, wie kriegen wir das pragmatisch hin. Also wirklich an Lösungen arbeiten. Und das Zweite ist natürlich einfach, wenn wir die Digitalisierung vorantreiben, und das müssen wir möglichst schnell machen, dann einfach auch Dinge zu vereinfachen, zu beschleunigen. Und das würde den Unternehmen ja häufig auch helfen, dass sie nicht eben von Pontius zu Pilatus gehen. Rahmenbedingungen sind genau der Punkt. Wo kriegen wir die Fachkräfte her? Das ist ja eben ein Thema. Aber wenn wir jetzt gleichzeitig Menschen haben, die in einer Transfergesellschaft sind, dann haben wir ja da noch Fachkräfte und dann können wir da vielleicht ja auch wieder helfen, dass das weitergeht. Aber das wird dann ein Nullsummenspiel, das wäre nicht das, was Sie eigentlich wollen. Haben wir noch Fragen? Er hat gesagt, was schnell geht. Entschuldigung. Ich würde noch gerne ganz kurz darauf antworten wollen. Drei Punkte, was man in diesem Jahr noch angehen kann. Das erste ist die Form der Wirtschaftsförderung, glaube ich, kann gemeinsam mit dem Unternehmerverband in eine neue Form, in eine effektivere Form gebracht werden. Das zweite haben wir vorhin mehrfach diskutiert, das eint uns durchaus Frau Griefan und mich, dass wir denn innerhalb der Verwaltung die Prozessabläufe optimieren wollen. Und das dritte ist, dass ich mir vornehmen möchte, dass wir in diesem Jahr noch das alte Gelände in der Post, in dem Stadtkernbereich einer wirtschaftlichen Verwertung denn zuführen können mit den Stadtplanern gemeinsam und möglicherweise interessierten Investoren. Herzlichen Dank. Nochmal eine Sehe, Cliff. Ja, ich schaue gerade. Wir haben jetzt geht es wirklich um Zukunftsfragen. Wie wird es denn in Zukunft dann aussehen? In 4 Tagen ist die Wahl. Einer von Ihnen beiden wird gewählt werden. Erste Frage, die heute eingegangen ist, war die Frage, wenn Sie es nicht werden sollten, sind Sie dann wieder weg aus Mülheim? An mich. Das war die Frage an Sie. Ich bin gewählt worden ins Ruhrparlament und ich habe gerade gesagt, wo ich mich im Ruhrparlament engagieren will. Genau, natürlich. Das war die Frage. Ja. Sie bleiben also auch in Mülheim. Ich möchte mich für guten Nahverkehr in der gesamten Region und eben zum Beispiel für gemeinsame Steuersätze engagieren. Das ist mir auch sehr wichtig. Nächste Frage. Sollten Sie nicht gewählt werden, sondern Frau Dr. Griefan? Sie möchten ja auch Vertrauen wieder in die Verwaltungsspitze herstellen. Ist dieses Vertrauen dann diese vertrauensvolle Zusammenarbeit? Heute gab es ja auch schon den ein oder anderen Disput, ein bisschen Polemik hier und da. Das war harmlos. Ne? Also ist die Zusammenarbeit, die gute Zusammenarbeit in der Zukunft gewährleistet von einem Dezernenten Marc Buchholz mit einer OB Dr. Monika Griefan? Also ich glaube, dass wir beide Profis genug sind, Frau Dr. Griefan und ich, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen können. Und wenn ich nicht gewählt werden sollte, habe ich immer gesagt, ich werde am nächsten Tag durch die Rathaustür gehen und für die Menschen in dieser Stadt, für die Unternehmen in dieser Stadt arbeiten, entweder 5 Jahre als Oberbürgermeister oder 7 Jahre weiterhin als Beigeordneter. Und wenn ich 7 Jahre als Beigeordneter arbeiten werde, dann wahrscheinlich 5 Jahre mit einer Oberbürgermeisterin. Okay. Noch eine letzte Frage vielleicht? Ja, ich schaue gerade, ob noch was hier reingekommen ist. Keine konkrete, das würde, da würden wir zu weit springen. Vielleicht doch noch mal eine Frage auch von mir mit Blick auf die Ratskonstellation. Wenn Sie OB werden, stehen Sie einer nicht unerheblich großen schwarz-grünen Block, nenne ich es jetzt mal, gegenüber. Sehen Sie denn da
Gestaltungschancen, also dass diese Pläne, die Sie heute hier skizziert haben, dass Sie die dort auch mit diesen Mehrheitsverhältnissen dann umsetzen können. In der Vergangenheit war es ja wirklich so, dass es sehr, sehr schwierig war, mit der Ratskonstellation in Richtung Zukunft zu agieren. Die gleiche Frage dann auch an Sie, Herr Buchholz. Wie schaffen Sie es denn, wenn Sie es werden sollten? Sie hätten theoretisch dann eine kleine Mehrheit, aber die SPD hat trotzdem natürlich immer noch ein großes Gewicht in dieser Stadt. Wie wollen Sie es schaffen, jeweils dann vertrauensvoll mit diesen Mehrheitsverhältnissen oder mit diesen Fraktionsverhältnissen dann umzugehen, Frau Dr. Giffern? Ich werde mich bemühen, mit allen Fraktionen, allen demokratischen Fraktionen gemeinsam wirklich die Themen der Zukunft zu diskutieren. Und wenn man sich die Wahlprogramme angibt, gibt es ja erstmal schon mal eine gemeinsame, gibt es etliche Themen, die auch gemeinsam angegangen werden können, wenn man sich mit gutem Willen dran setzt. Und das ist ja das Gute, dass die Hälfte des Rates neu zusammengesetzt ist. Auch da sind die Leute frisch und wollen gerne, vielleicht auch hungrig, auch was bewegen zu wollen und nicht in dem alten Kämpfen zu bleiben. Und deswegen bin ich guten Mutes, dass wir da auch gemeinsam etwas auf den Weg bringen. Und ich denke, man braucht immer mehr als die knappe Mehrheit, die jetzt Schwarz-Grün mit einem OB Herrn Buchholz hätten. Weil auch in der letzten Periode war es so, dass immer mal der eine oder andere nicht da ist. Und in dem Moment, wo einer fehlt aus der schwarz-grünen Gruppe, würde dann eben automatisch auch notwendig sein, mit anderen zu sprechen und auch sie mitzubewegen, mitzumachen. Und ich glaube, für die Themen, die wir heute besprochen haben, ist es sowieso sinnvoll, wenn man eine größere Mehrheit im Rat schafft, damit das nicht auch beim nächsten Mal wieder umgestoßen wird. Es gibt ja kein Pairing im Stadtrat, sondern jeder ist als Person gewählt und muss da sein. Die Kebeleien mit den Grünen, die sich ja im Moment wirklich nicht mit der SPD und auch nicht mit Ihnen richtig anfreunden können. Heute steht in der Zeitung was von Täuschung, wenn es um Gewerbeflächen geht. Das ist Montag dann vergessen? Ich denke, ich kann mit Menschen gut zusammenarbeiten. Ich habe wirklich viel Erfahrung. Ich habe in der Großen Koalition gearbeitet, ich habe in Rot-Grün gearbeitet. Also ich kann mit Menschen zusammenarbeiten. Und wenn jeder sozusagen sagt, wir wollen ja eigentlich was für Mülheim erreichen, und das ist mein Ansatz, wir wollen positiv für Mülheim sein, wir wollen für die Menschen was bewegen, dann würden wir doch auch zusammenarbeiten und nicht sozusagen Wahlkampfgeplänkel nach der Wahl machen. Herr Buchholz, schwarz-grüner Block durchregieren oder Mehrheiten, je nach Thema? Nun, es ist so, dass wir in Mülheim im Stadtrat, wenn ich Oberbürgermeister werde, tatsächlich eine Mehrheit hätten, Schwarz-Grün plus die Stimme des Oberbürgermeisters. Ich will aber deutlich sagen, dass ich als Oberbürgermeister eben mit allen demokratischen Parteien denn im Stadtrat gerne zusammenarbeiten möchte. Dass ich da übrigens Mehrheiten organisieren, für mich gewinnen kann, hat meine Wahl am 14. Februar letzten Jahres gezeigt, wo denn alle anderen Parteien außer der SPD mich als Beigeordneten in dieser Stadt gewählt haben. Und es hat uns trotzdem keinen Abbruch getan, hinterher mit Dieter Spittow von der SPD im Jugendhilfebereich sehr vertrauensvoll denn zusammenzuarbeiten. Das habe ich unter Beweis gestellt. Und ich habe auch, Herr Esser, unter Beweis gestellt, dass ich denn die Möglichkeiten habe und die Führungsmöglichkeiten nutze, auch die eigene Partei hinter meine Ideen zu bringen. Und wenn die stärkste Fraktion dann schon mal mit dem Oberbürgermeister auf einer Linie ist und wir dann weitere Partner dafür gewinnen können. Ich glaube, dass das gut wäre, damit nicht ein weiter so, sondern ein Wechsel stattfindet. Ja. Herzlichen Dank. Wir kommen zum Ende, wie ich sehe. Ich auf meine Uhr gucke. Dann will ich zum Schluss eine Frage stellen, die wir heute gar nicht gestellt haben. Nämlich die Frage, wie wollen Sie das eigentlich alles finanzieren, was Sie wollen? Vielleicht jeder in drei Punkten. Ihnen habe ich eben angefangen, dann fange ich jetzt mal mit Herrn Buchholz an. Nun, ich habe Ihnen zugesagt, dass ich die Wirtschaftsförderung in Mülheim neu aufstellen möchte. Ich würde auf den Chefposten des Wirtschaftsförderers zunächst einmal verzichten, wenn er denn ins Rathaus zurückkäme, die Wirtschaftsförderung. Das ist auch der Fünf-Punkte-Plan, wo ich sage, die Änderung der Organisationsform unter Einbeziehung natürlich des Unternehmerverbandes als Partner, wenn das so gewollt ist, würde ich als Chefsache ins Rathaus denn holen. Ich würde einen Beirat einberufen mit der Sparkasse, mit der Hochschule Ruhr-West, mit Max-Planck-Institut und auch dem Geschäftsführer unserer Beteiligungsholding. Und ich würde denn mit dem Unternehmerverband einmal im Quartal ein sogenanntes Arbeitsgespräch führen, um die Aufgaben zu klären. Das Geld, was wir denn bräuchten, um die Wirtschaftsförderung aufzustellen, ist erst einmal das Geld, was wir jetzt haben. Vielleicht haben Sie gehört, dass ich immer einen 0-Euro-Schein mit dem Schloss Broich in der Tasche trage. Eine Sonderedition eines Geldscheins, eines echten Geldscheins, der denn deutlich macht, dass wir in Mülheim im Moment eben keine Wahlversprechen machen können.
die denn darauf hinauslaufen, zusätzliches Personal mehr Geld ausgeben zu können als das, was wir haben. Es sei denn, es gibt diejenigen, die mehr Geld in den Topf tun. Das bleibt abzuwarten und deswegen müssen wir mit dem auskommen, was wir zunächst einmal haben. Aber die machen ja keine schlechte Arbeit. Nicht ganz rausgekommen, wie Sie es finanzieren wollen. Wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Frau Grefer. Drei Dinge. Erstens natürlich, und das ist klar, dass die Altschuldenentlastung weiter gehen muss, als es jetzt sozusagen durch die Corona-Stärkung passiert. Da sind wir aber beide auch einer Meinung, dass der Bund hat vorgelegt und einen Vorschlag gemacht zur Altschuldenentlastung. Da brauchen wir jetzt noch die Länder und Herrn Laschet zu. Das ist klar. Das Zweite ist, wenn wir eben neue Arbeitsplätze hier ansiedeln können und damit auch Menschen hier wohnen können, zusätzlich wohnen können, dann würden wir auch neue Schlüsselzuweisungen bekommen vom Land. Und das heißt, das würde auch zusätzliche Mittel geben. Und drittens haben wir noch nicht alles ausgeschöpft, was an Zuschussmöglichkeiten an allen möglichen Ebenen, Europa, Bund und Land, da ist. Da gibt es teilweise auch 100% Zuschüsse, da gibt es 90% Zuschüsse. All diese müssen wir mit einer konzertierten Aktion mit zwei oder drei Mitarbeitern, die nichts anderes tun, als diese Sachen auch zusammen und nicht jeder in seinem Dezernat zusammen angehen, dass wir dann eben auch ein gemeinsames Paket daraus kriegen und die Dinge, die wir dann vielleicht gemeinsam beschließen, auch gemeinsam mit Ihnen als Unternehmen, dann auch tatsächlich hier schnell umsetzen können. Was ich lerne ist, wir brauchen an jeder Stelle einen Kümmerer. Ja, einer, richtig. Der sich die Ärmel hochkrempelt richtig. Und sagt, ich bin jetzt genau. derjenige, der sich kümmert. So verstehe ich mich. Haben wir nicht gehabt. So verstehe ich mich. Es wäre schön, wenn wir den bekommen würden. Ja. Ich möchte an dieser Stelle, meine Damen und Herren, mich herzlich bei den Diskutanten, bei Ihnen, Frau Dr. Grefahn, und bei Ihnen, Herr Buchholz, bedanken. Erstens, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und lassen Sie mich auch mal so sagen, dass Sie sich überhaupt dieser Ihren Aufgabe stellen. Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie das sagen. Ich danke für die gute Moderation. Ich wünsche Ihnen beiden ganz neutral Erfolg für Sonntag. Ja. Und wir werden uns da wiedersehen. Seitens des Unternehmerverbandes kann ich Ihnen sicherlich zusagen, überall da, wo es der Wirtschaft hilft, werden wir unterstützen, werden wir dabei sein. Überall da, wo es dagegen spricht, werden wir die Finger in die Wunde legen. Ihnen, lieber Herr Kliff, herzlichen Dank für den professionellen Sidekick und vor allen Dingen, ich muss sagen, eine tolle Vorbereitung, Unterstützung an dieser Stelle. Dem Team hinter den Kulissen auch einen herzlichen Dank für Ihre Arbeit hier. Und zum guten Schluss dann mein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen schlauer geworden sind mit uns. Und tun Sie sich und uns allen Gefallen, gehen Sie am Sonntag zur Wahl. Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.